meine neue Lokstar-Challenge bin ich ins entschleunigte Elm bei Fulda gereist, denn hier gibt es nicht nur jede Menge Gleise, auf denen täglich bis zu 200 Züge fahren, sondern auch Wald. Und der grenzt oft bis an die Gleise und sollte dann mal ein Baum umkippen, wäre das natürlich ein Sicherheitsrisiko. Damit das nicht passiert, müssen die Bäume regelmäßig überprüft werden. Ich habe leider keine Ahnung, wie das geht, aber Förster Gerhard Hetzel hat es. Grüß dich, Hannes. Moin. Was machen wir heute? Ich zeige dir heute einen Teil von unserem schönen Wald und dort gucken wir, ob wir Bäume sehen, die Anzeichen haben auf verringerte Verkehrssicherheit. Und wenn wir solche verdächtigen Bäume haben, dann bohren wir sie an und schauen, ob sie in Ordnung sind oder nicht. Und dafür geht's jetzt in den Wald? Dafür gehen wir jetzt rüber. Alles klar. Was ich mich frage, was macht denn ein Förster bei der Deutschen Bahn? Förster bei der Deutschen Bahn kümmert sich um den Wald. Die Bahn ist einer der größten Waldbesitzer in Deutschland mit etwa 20.000 Hektar bundesweit. Um wie viel Wald kümmerst du dich denn? Um 2.000 Hektar. Und das heißt, es gibt aber auch andere Förster noch neben dir? Ja, es gibt etwa 50 Förster bei der Deutschen Bahn. Was ist denn das Besondere an diesem Wald? An dem Wald ist das Besondere, dass der anders als die Wirtschaftswälder vollständig in Ruhe gelassen wird. Also die Bäume können in Ruhe alt werden und zusammenbrechen und die Jungwüchse, die können ungestört aufwachsen. Das heißt, all das hier so mit dem Wald, das kann man auch unter dem Thema Naturschutz dann? Das ist ein spezielles Thema für den Naturschutz. Und immer dann, wenn die Bahn in die Natur eingreift, weil sie eine Strecke baut, muss sie das irgendwie ausgleichen. Und das kann in diesem Fall hier über diesen Naturwald geschehen. Wie alt ist dieser Wald denn hier? In dem Bereich, wo wir jetzt stehen, ist er etwa 80 Jahre alt, aber wir haben noch ältere Bereiche, wo er so alt ist, etwa 120 Jahre alt. Und jetzt gehen wir weiter zum Bohrer? Jetzt bohren wir. Super. Das ist ein Bohrwiderstandsmesser. Und damit gehen wir jetzt an den Baum. Alles klar. Da vorne steht eine Eiche, die ist ziemlich nah am Gleis und ist auch schon ein bisschen älter. Und die überprüfen wir jetzt mal. Du bohrst. Jo, sehr gut, das kann ich wohl. Der Bohrer läuft ganz heiß. Ich glaube, der Baum scheint gesund zu sein. Jetzt habe ich hier fleißig gebohrt und er hat mir währenddessen eine Linie aufgezeichnet, die für mich wie so ein Börsenkurs verläuft. Was hat die zu bedeuten? Also die Linie steigt stetig an. Das heißt, der Bohrwiderstand steigt auch stetig an. Und wenn er ansteigt, ohne dass er einen Einbruch hat, dann ist der Baum im inneren Kern gesund. Das heißt, dem Baum geht's gut, da müssen wir nichts machen. Aufgabe bestanden? Ja, das hast du prima gemacht. Du kannst bei uns anfangen. Ja. Sehr gut, dann können wir nach Hause, oder? Lass uns gehen. Vielen Dank dir. Gerne.